Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Challenge auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Place XD. Hallo. Dem Tiger Farm. Hallo. Und dem Andi. Moin. So, ich werde zukünftig immer nur noch mit Andi die Preise verhandeln, weil das sind die besten. Wir können weitermachen. Er wird geschummelt. Gut, wir legen los. Wünsche allen einen erfolgreichen Tag. Danke gleich. Danke, Ihnen auch. Danke. Ups. So. Du hattest gerade ein Thema angesprochen. Ich? Achso, ja, stimmt. Und zwar Bronze Classic. Kurz zur Anmerkung, wer es noch nicht kennt, das ist unser zweites Projekt, Multiplayer technisch, auf der Map Provence. Da spielen wir klassisch mit alten Oldtimern, Youngtimern, Fahrzeugen. So, jetzt. Und zwar wirklich in letzter Zeit nicht so oft geguckt. Also die hat jetzt immer unterschiedliche Aufrufe. Mal hat die 4 Aufrufe, mal 5. Das ist jetzt nicht gerade sehr viel. Und das heißt, für euch schaut einfach mal bei diesem Projekt auch vorbei. Nicht nur bei der Challenge hier. Ich meine, wir zwingen die ja jetzt nicht, aber es wäre, glaube ich, schon mal gut, da mal vorbeizugucken und mal gucken, wie das so ist. Weil, wenn ich jetzt mal so im Gegenzug zum Zweisternhof sehe, dass da dann so total viele Aufrufe drauf sind. Das und dann einfach nur ein Vielfaches. Vieles ist es ja auch nicht. Ja, und dann einfach, ja, im Durchschnitt. Halt schon. Im Durchschnitt muss man sagen, die Challenge kriegt so 20 Aufrufe pro Schnitt. Ja, pro Folge relativ flott. Manchmal sind es sogar um die 30. Das freut mich schon mehr. Aber gerne auch mal einfach die Projekte hier, die wir spielen, liken und teilen auf diversen Plattformen, wenn ihr wollt. Man muss es machen. Wenn man es nicht angeschaut hat, dann verstehe ich nicht, warum man dann erst gar nicht vorbeigucken soll. Oh, Ballen überfahren, hat jetzt keiner gesehen. Also wie gesagt, schaut gerne mal bei den Projekten vorbei. Und gerne auch mal teilen. Unter den Freunden einfach sagen, hey, guck mal da. Ja, stimmt, das haben wir eigentlich auch noch nie gesagt. Ja, dass sie mal oft teilen sollen. Hier, Dings teilen. Dings teilen. Ja. Also ich muss sagen, wir geben uns hier richtig Mühe, dass wir euch eine annehmbare Challenge auch bieten. Ein perfektes Battle. Ja, perfekt. Wir geben uns Mühe, sage ich jetzt mal. Ich möchte ja nicht die Hoffnung zu hoch stecken. Oh, das war knapp. Aber, ja, genau. Schaut einfach mal rein. Ob es euch vielleicht doch gefällt. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, dieses Klassikprojekt, weil da sieht man halt so, wie früher gearbeitet ist, wie man das so gemacht hat mit den alten Feldern, das alles, wie das halt so früher, wie das da so schnell ging oder so langsam, je nachdem. Genau, das ist so ein bisschen das Chiller-Projekt und hier geht es eher zum Angasen. Da muss man eher gucken, dass man das alles schnell und flott macht. Exakt. Und man halt auch Money macht und sowas. Und da machen wir dann eher so chillig, erstmal so ganz normales Projekt, nur halt mit ganz alten Fahrzeugen. Ja. Und da geht's einfach nicht so schnell voran, weil wir haben keine Geräte, die jetzt 15 oder 20 Meter Arbeitsbreite haben. Ja, aber wir haben schon Kühe. Wir haben da 8 Kühe, genau. Oder 6. 6 oder 8 Kühe. Sagen wir 6 bis 8. Genau. Naja. Aber jetzt sind wir zurück auf dem Zweisternhof. Und du bist, glaube ich, am Ballenverkaufen noch. Ach was. Ja, bin ich. Ich weiß nicht, ob du noch welche hast. Ja, ich hab noch. So es wird noch gemacht. Ach so, wird noch gemacht. Okay. Ich bin nicht am Ballenverkaufen. Ich bin auch am Ballenverkaufen. Was denn jetzt? Bist du oder bist nicht? Mal so, mal so. Ah. Ich sollte mal nach meinen Schäfchen gucken, gell? Ich habe ja Schäfchen, alles gut.
So, schnell gesehen. Muss ich nur gucken, ob ich hier alle Ballen finde. Andy ist hier schön am Ballen pressen, das ist Supi. Supi Dupi. Oh nein. Warte mal. Wenn Tiger Farm gleich fertig ist, dann habe ich nichts mehr zu tun. Das ist schlecht. Das ist aber schade. Finde ich ja gar nicht toll. Ah, das findest du echt schrecklich, ne? Wenn wir da hinten mal gucken, da stehen 5 Sachen rum. 5 Sachen. Obwohl, ich könnte vielleicht mal gucken, wie das so meine Finanzen betrifft. Vielleicht könnte ich mir nämlich auch oder sowas anschauen. Das ist ja was wir noch Ende dieser Woche komplettieren wollen. Unbedingt. Weißt du, was ich sogar sagen würde? Was? Dass man mindestens... Ja, hallo. Klar. Ja. Ballenpressen wäre erledigt. Gut, ich komme gleich hoch und erteile weitere Aufträge. Okay, bis gleich. Die Presse können Sie zurückgeben, die gebe ich zurück, war gemietet. Guck, okay. Bis gleich. Bis gleich. Ich würde sagen, Moment, dass man mindestens... ich muss mal kurz hoch. Klopf, klopf. Ja. Dann würde ich bitten um Mähen und Schwaden, wenn geht, gleichzeitig auf Feld 7. Ich weiß nicht, ob der Case müsste das eigentlich packen von der Leistung. Ja, der Case packt das. Okay. Was gibt's noch an Kosten vom Pressenfall? 300. 300. Kommt. Dankeschön. Bitte. Bis dann. Ciao. Bis dann. So, jetzt bitte. Kann ich reden? Ja. Alles erledigt. Gut. Und zwar würde ich sagen, dass man mal mindestens bis Folge 50 ungefähr Kühe haben muss. Ah. Oder? Also, das würde jetzt ich mal so sagen, damit man halt mal wenigstens schon mal so vorankommen muss, dass man so gucken muss, dass man das unbedingt machen muss. Dass man sich nicht so dabei richtig viel Zeit lässt, bis man dann erstmal richtig alles hat, sondern dass man dann schon richtig gucken muss danach. Also wir hatten am Anfang gesagt, das Ziel ist, dass man wie viel? 50 Kühe, glaube ich, haben muss. Ja. 50 Kühe und 80 Schafe. Zu welchem Stadium haben wir eigentlich nie gesagt? Nee. Also von dem her ist ja die Frage, ob du wirklich gewillt bist, die ganzen Kühe jetzt, wenn wir 200 Folgen brauchen, 150 Folgen lang zu versorgen. Na, ganz im Ernst jetzt eigentlich mal nicht. Sehen Sie. Warte mal, habe ich hier gerade einen Bug entdeckt? Oder ist das so gewollt? Haben Sie hier Rundballen abgeladen? Ja, bitte stehen lassen. Ah, okay. Habe jetzt schon gedacht, das wäre so ein Bug. Nee, alles geht alles mit rechten Dingen zu. Sie warten bis neues Angebot, oder wie? Ach ja, vielleicht. Was bedeutet eigentlich eine Silage? War das diese, mit diesen zwei Wänden und in der Mitte sieht das aus wie Baum? Ja. War das das? Oh. Ach, du wartest, bis das steigt. Hoffentlich bleiben die stehen. Nö, ich warte nicht, bis es steigt. Das könnte jemand anderes, aber nicht mir. Vielleicht warte ich, bis es nicht mehr steigt. Anders meine ich doch. Ach so. Aber wir könnten hier mal noch kurz nach was anderem gucken. Ach, nee.
Ich hoffe mal, dass die Ballen halt da so weit stehen bleiben. Ja, ja, bitte. Das Ballenpressen. Ist fertig? Ja, 600. Okay, 600 noch. Mal dann... Warte hier. Geld an Hof überweisen. Kurz mal eine Frage, wie sieht's denn eigentlich so aus? Lohnunternehmer technisch, rentiert sich die Arbeit noch oder müssen sie bald den Betrieb einstellen? Nein, so schlimm kommt's jetzt nicht. Okay, also sie verdienen immer noch gut. Ja. Okay, das freut mich. Läuft die Arbeit auf... Hätte ich mich jetzt auch gewundert. Läuft die Arbeit auf meinem Feld? Ich sehe jetzt... ich frag gleich nach. Ah doch, ja, hier geht's los. Okay, passt. Alles gut. Caro, soll die Beinpresse zurückgegeben werden? Ja, bitte. Okay. Dankeschön. Bis später. Bis später. Wie lange noch? 7. Okay. Ciao. Ciao. Tschüss. Eigentlich sollte das LU sich mal einen Timer stellen. Naja, sollte ich glaube ich auch mal machen. Ja, hat man so ein bisschen einen Überblick. So, erstmal hier schön meinen Traktor waschen. Sieht da mal wieder schön aus. Aha, sie verschwenden also ihr Geld. Ach, verschwenden würde ich das nicht nennen. Ah. Hier, sag mal, wieso kann ich denn meine Ballengabel nicht säubern? Die wird nicht sauber. Keine Ahnung. Ist sie überhaupt ihre? Ja, das ist meine. Die hab ich gekauft. Betrug? Ich glaube, ich habe sogar schon so einen kleinen Plan, was ich jetzt halt machen werde. Na, das einen Plan haben ist immer gut, aber aufgeht ist die andere Sache. Ja, gut, okay. Ich habe auch Pläne. Warte, wie viele Folgen nehmen wir jetzt eigentlich noch auf? Es fehlen jetzt noch 2, glaube ich. Moment, ich muss mal gerade. Sind das nicht schon 3? Nee, warte, die dritte, die haben wir. Das ist jetzt Nummer 3. Ja, okay. Gut. Also, wer jetzt sich wundert, ist es ganz einfach so. Wir müssen immer mindestens 4 Leute hier abstimmen für die Aufnahme. Und aufgrund von den Abstimmungen und dass jeder Zeit hat, ist es eben so, dass wir das Projekt immer an einem Abend aufnehmen und somit eben 5 Folgen in der Reihe produziert werden, damit wir das einfach organisatorisch hinkriegen. Ich bin mal kurz oben. Klopf, klopf. Ja. Hallo. Das Lohnunternehmen darf auch gerne den Randstreifen mit abmähen. Jo. Okay, gut, danke. Bitte. Ciao. Krasses Geld, nicht vergessen. So, okay. Alles gut? Hä? Alles gut bei Ihnen? Jojo. Wir müssen nur manchmal die... Das gute Lohnunternehmen soll halt nicht zu viel arbeiten, weißt du? Bisschen Überstunden machen. Ja, nee, eben nicht. Also man muss schon ein bisschen drauf achten, dass die auch ihre Pausenzeiten einhalten. Sie haben Pausen? dann. Okay.
dann. Ups, nee, nicht das da, sondern das da. Aha! Warte mal, wurde das jetzt von. Rechts vor links, ja? Ich hab sie nicht kommen sehen. Tut mir leid. Hat das Lohnunternehmen einen. Nein, warte mal, wo fahre ich denn hier hin? Ich bin ja mal ganz verkehrt, Entschuldigung. Ja, hat gerade gereicht. Oh Gott. So, ich gucke jetzt mal, wie viel da rauskommt an Ballenzeug. Wir werden auf jeden Fall heute noch die fehlenden Schafe kaufen. Oder? Ja, kriegen wir auf jeden Fall noch hin, noch 3 Minuten. Sollten wir noch einmal hochkommen und einmal runter. Werden wir auf jeden Fall die fehlenden Schafe heute noch kaufen. Und dann sind wir bestens gewappnet für die nächsten Folgen, dass wir richtig fett noch Wolle produzieren. Was hast du verloren? Nee, ich dachte gerade, ich hätte irgendwas an Hafer in meinem Silo drin, aber habe ich doch nicht. Ich bin gerade was am Überlegen. So, jetzt läuft es hier gut. Ich bin im Moment überlegen. Überlegen ist nie gut, Herr Mikado. Nein, Sie. Ja, überlegen kostet Zeit. Zeit haben wir nicht. Das stimmt auch wieder. Naja. Ich glaube, ich mache es einfach mal. Was war das? Weiß ich auch nicht. Okay. Hat Tiger Farm irgendwas gemacht? Ich habe einen Plan, was ich jetzt mache. Sie hatten, glaube ich, letztes Mal schon einen Plan. Habe ich das? Haben Sie gesagt? Ja, dann habe ich jetzt nochmal einen Plan, damit ich keine Zinsen geben muss. Damit ich keinen Kredit aufnehmen muss. Sagen wir es so. Ja, ich sehe schon, Sie sind eher so der Sparfuchs. Ja. Ich lasse mir keine Schulden. Denken Sie am Ende dran. Was denn? Lassen Sie das Geld. Ich habe das Geld für mich arbeiten lassen. Sie werden das Geld für einen arbeiten lassen. Am Ende merken. Glauben Sie mir. Ich wollte mal gerade hier noch was gucken. Ha, man kann hier schon mähen. Ja, das ist ja super. Okay. Ha! Dann habe ich eine Aufgabe fürs Lohnunternehmen. Ha. Ja, nice. So muss das hier. So muss ich auch. Wo bin ich denn hier jetzt? So, ich komme gerade wieder. Jo. So. Oh, wir sind sowieso am Ende der Folge. Das heißt, wir kommen jetzt nicht mehr so weit voran wie gehofft. Fahren jetzt noch rüber zur Wiese, wo wir die nächsten Ballen aufladen müssen. Und in der nächsten Folge kaufen wir uns als allererstes die weiteren Ballen. Klopf, klopf, darf ich schon stören? Ja. Okay, wir sind nämlich schon wieder am Ende der Folge angelangt. Oh, ja gut, dann müssen wir das nächste. Ja. Ich stelle mal Fahrzeug hier am Straßenrand ab. So, und ich sag wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder unten einen Kommentar da. Tiger Farm, dein Einsatz? Oder alles. Oder alles. Am besten alle. Am besten alles, meine ich. Genau. Und bis morgen. Ciao. Tschüss. Ciao.